Herzlich willkommen zu Du bist. Heute spielen Sam, Wirt, Johanna und Fabian den allseits beliebten Partyspielklassiker Sag's mir. Bei Sag's mir treten zwei Teams gegeneinander an, um möglichst viele Persönlichkeiten zu erraten. Im Vorfeld stellen die Spielerinnen und Spieler einen Kartenstapel aus 40 Promis zusammen. Mit diesen Karten wird über drei Runden gespielt. In der ersten Runde muss die Persönlichkeit umschrieben werden. Eine Person umschreibt diese und die Teamkollegin hat dabei unendlich viele Rateversuche, um sie zu erraten. Eine Karte darf aber nicht übersprungen werden. Nach 30 Sekunden ist das andere Team an der Reihe. Sobald der Kartenstapel aufgebraucht ist, wird ausgewertet, welches Team wie viele Punkte gemacht hat. In der zweiten Runde dürfen die Persönlichkeiten dann nur noch mit einem Wort umschrieben werden. Die Teamkollegin hat aber auch nur noch einen Rateversuch. Aber ab jetzt dürfen Karten auch übersprungen werden. Und in der letzten Runde gelten dieselben Regeln wie in der zweiten, nur müssen jetzt die Persönlichkeiten pantomimisch dargestellt werden. Das Team, das über drei Runden die meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt das Spiel. Viel Spaß, Chaos vorprogrammiert. Herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem du, ihr, dieses Video schaut. Und wir haben uns wieder in einer fantastischen Runde zusammengerottet, würde ich mal fast sagen. Mhm. In diesen kalten Zeiten, es wird langsam kalt, wir kommen mal wieder enger zusammen. Ja. Ich komme ja auch gerade aus dem Urlaub, was viele ja nicht wissen. Stimmt. Und da war es warm. Kommst du wirklich gerade erst aus dem Urlaub? Also, weil diese Folge kommt ja schon, wenn es recht spät ist. Ja, genau, da bin ich schon wieder einen Monat da. Ja, bist du wieder urlaubsreif. Vielleicht sind wir dann gerade im Urlaub. Genau. Ich war auf Madeira, falls für die ganzen YouTuber-Stories schreibt mir am besten DMs auf Insta. Ja. Und Unge getroffen? Ich habe nicht Unge getroffen. Ist er jetzt in unserer Unit? Nein, ist er auch nicht. Aber das andere erzähle ich in meinem Podcast, den ich nicht habe. Heute dabei sind Sam. Hallo. Hallo. Wirt. Ich muss heute nicht lügen. Das stimmt. Und Johanna. Hallo, servus, grüßt euch. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe jetzt aber mehr als genug gemischt, glaube ich. Das stimmt. Wir haben die Regeln soeben in der Erklärmals gehört. Und welches Team möchte denn anfangen? Komm, Schere, Stein, Papier. Nick, Schnack, Schnuck. Ja. Macht ihr beide. Komm, die Damen. Ihr beiden. Eine Runde ohne Brunnen. Eine Runde ohne Brunnen. Ah, der gute alte Stein, wie das im Stein anfängt. Ach so, das ist so Schere, oder? Stein, Papier muss man auch in der Reihenfolge machen. Also erst Schere, dann Stein, dann Papier, ne? Dann gewinnt man da. Ah. Das wusste ich nicht. Okay, wer soll anfangen? Ja, wir, oder nicht? Ja, ist doch besser, wenn wir anfangen. Okay, gut, dann kriegen wir gleich noch die guten Karten. Karten weglegen ist nicht erlaubt, ne? Du musst so lange, ich halte die Uhr fest, okay? Ja. Du musst beschreiben. Ja, ich muss schreiben. Gib mir mal das. Gelbe Seite, richtig? Gelbe Seite, ja. Gelbe Seite, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Der Typ hat den Preis erfunden, den man. Nobelpreis. Ja, und wie heißt der Typ? Nobel. Und Vorname? Müssen wir Vorname auch? Ja, ich hab Nicolas Nobel. Ich hab hier vergessen, wie der hieß. Nicolas Nobel ist das. Der Butler von Dinner for One. Oh Gott. Winston. wer heißt denn noch so? Winston Churchill, nein. Wer heißt noch so? So ähnlich wie Einstein. Zweistein. Nein, der Vorname stopp. Von stopp. Albert Nobel. Alfred. Nicht sagen, stopp, du darfst das nicht sagen. Ja, ja. Judäus von Quack, Mann. Man darf es ja, man legt die ja wieder drauf. Die war nämlich nicht gelöst eigentlich. Naja, ja, kannst du aber reinlegen. Jetzt kannst du reinlegen. Aber unten drunter dann. Ja. Ja. Kannst du mir auch geben. Okay, jetzt sind wir dran. Ja. Das wird kannst du die Uhr nehmen. Ich glaube, es wird eine lange Abend. Ja. Lange Abend. Oh Mann, ich hab's aber so es ist ja eh Winter, es ist ja kalt draußen. Was sollen wir denn anderes machen, als schön Brettspiele zu spielen mit ein paar guten Freunden? So nämlich. So, Freunde? Ich bin so froh, dass ich nicht mit Johanna in einem Team bin. Dreh dir um. Du hast doch gar nichts gehört. Team. Ich bin richtig gut. Ja, dreh mal um. Ja, wird. Das wirst du noch bereuen. Ja, sie redet aber richtig Antworten. Dreh mal um, bitte. Ja, ja. So. Manchmal okay, will man nicht mehr verlieren. Los. Okay, ich glaube, sie ist tatsächlich auch eine Eiskunstläuferin. Ist wirklich. Da bin ich blank auf dem Gebiet. Wirklich? Katja Epstein. Nee. Ihr Nachname. Katja Witt? Katharina Witt? Nee. Oh, die hätte ich gekannt. Ich auch. Ja. Aus jüngerer Zeit. Wer hat die mit reingenommen, wirklich? Ihr Nachname. Ja, das darf ich nicht. Nee, das kann man nicht. Okay. Stopp. Hä? Das heißt, ich darf das jetzt beschreiben? Nee, unten drunter. Nee, oben drauf. Nee, unten drunter doch. Mach unten drunter. Das eben hatten wir doch auch unten drunter. Ja, weil die aber ja schon genannt haben. Ja, aber ist unten drunter nicht. Sonst greifen wir doch
wenn ihr das schon fast geschafft habt, ist doch Quatsch, oder? Okay. Hast du die richtigen Karten von mir aussortiert? Ich wusste jetzt auch nicht, dass wir Karten nehmen sollen, die wir... Nein, es war ein Scherz, ich hab's wirklich gemacht. Ich hab nur Leute genommen, die ich... Ich hätte nicht gedacht, dass die mit dem gemischt werden. Ich dachte nur so, ich hab immer gedacht, so, denk wie Sam, denk wie Sam, denk wie Sam, Sam I am. Was hat Sam I am, let's go. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ein Beatle. John Lennon. Yes. Oh. Geigenspieler. Ich kenn keinen einzigen Geigenspieler der Welt. Heißt mit Vornamen wieder... Wieder Zauberer. Dumbledore, Alfred. Nein, der Zauberer, Illusionist. Der Typ, der die Freiheitsstatue verschwinden ließ. Gut, dass ich mit Wirt nicht nenne. Ja. Der Typ, der durch die chinesische Mauer gegangen ist. Wie hieß er mit Vornamen? Stop. Ich hab keine Ahnung, von wem du redest. Ich muss erklären, die kommt unten drunter. Ja. Ich hab den nicht gelöst, ne? Aber und ich glaube eigentlich nach den Regeln ist, dass man die oben drauf legt. Nee, das ist doch besser, so, sonst könnte ich jetzt ja sofort lösen. Einen Vorteil. Ja. Ich könnte sofort lösen. Aber ich glaube, darum geht es ja auch, dass ihr einen Vorteil bekommt durch unser Unwissen. Ja. Nee, das kommt dann später, das müsst ihr euch bis dann merken. Aber immerhin, wir haben schon John Lennon. Okay. Ja. Auf die Plätze, die anderen können die Uhr nehmen. Finger weg. Mit deiner Manipulation. Ja. Oh. Los. Ein Fußballspieler, der ein bisschen dick geworden ist zuletzt. Ailton? Nee, ein größerer. Wo hat der denn gespielt? Weiß ich nicht. Brasilien. Oh, ich weiß es. Giovanni Elba? Nee, es klingt wie eine kirchliche Figur im Nachnamen. Claudio Pizarro? Nee. So ein Fußballer. Ronaldo? Nee, ein anderer. Oh, älter? Älter. Ronaldinho? Nein, noch älter. Oh, Diego Maradona? Richtig. Verdammt, aber ihr seid schon... Stopp. Oh, das hier kenne ich gar nicht. Warum machst du es dann runter? So für die. Ich hab's ja schon gesehen. Ach so, ja, okay. Okay. Uhr? Du darfst... Oh Gott, wie lange soll das gehen? Ja, ja. Auf die Plätze, fertig, los. 700 Stunden. Queen. Queen Elizabeth. Nein, die Band. Ach so, ist tot. Freddie Mercury. Oh Gott. Sorry, die Queen. Beyoncé. Wenn du eine Band und gleichzeitig auch, wenn dich jemand beeinflusst, positiv, die Inspirationsquelle für dich, wird oft von Dichtern und Denkern benutzt, also benutzt eine Person, ich weiß es, die dich inspiriert. Stopp, ist dein stopp. Ich weiß es. Ich auch. Okay. Bringt uns gar nichts. Vielleicht später. Okay, der unbeliebteste Rockmusiker der Welt. Oh, der unbeliebteste Rockmusiker der Welt? Ja, ganz bekannt. Naja, wie heißt ein Song von dem? So blonde, lange Haare hat der. Oh Gott, okay, ich weiß es. Nee. Nirvana? Nein. Nein, die Leute lieben den. Das ist Grunge. Aber, hä? Also ich kenne halt eine Band. Aber wenn es der erste ist, ist er den halt. Ich hätte gedacht, Nickelback ist das die unbeliebteste. Ja, es gibt zwei. Es gibt zwei. Aber ich hätte den Namen nicht sagen können von dem Sänger. Wie heißt der Sänger von Nickelback? Ach so, ja, keine Ahnung. Den meinen wir nicht. Raus. Den müssen wir nicht wissen. 3, 2, 1, meins. Der Typ hat bewiesen, dass die Erde rund ist. Es ist nicht hier der Seefahrer, sondern... Kopernikus. Ja, Vorname. Oh, Er heißt genau wieder am 6. Dezember. Da kommt der... Nikolaus Kopernikus. Yes. Wow. Stark. Die Queen, die echte Queen. Elizabeth? Ja. Wie vierte? Zweite. Ja. Oha. Da ist der Seemann. Spinat. Popeye. Ja. Stopp. Die Zeit ist um, aber noch mal ganz kurz. Wenn da Queen Elizabeth II. Draufsteht, kannst du doch nicht sagen, die echte Queen, oder? Nee, da steht nicht Queen Elizabeth, da steht nur Elizabeth II. Gut, dann nehme ich wohl an der Stelle alles zurückziehen. Würde ich alles zurückziehen. Cool. Benimm dich. Okay. Gut, das war gut. Das entwickelt sich. Gut. Na gut, dass auf Kopernikus gekommen ist. Die muss umdrehen, es war geraten. Heftig. Ja, aber sehr gut. Sam, du bist der Urmensch. Oh ja. Let's go. Ein alter Mönch, Mumie. Pharao. Nee, wie heißt einer? Ist ganz bekannt, ganz alt. Gibt's bestimmt Filme auch. Ja. Darf ich einen Tipp geben? Nein. Mach mal weiter, damit ich irgendwie... Der ist so ein alter Mumienmensch, ja. Der ist so in den alten Maya, Ägypten. Ich bin, heißt der nochmal Pa? Nee, ganz anders, nicht mit Pa. Also er ist so, Oh Gott. Eine Mumie, einfach eine Mumie. Ja, ich weiß. Es gibt nur eine bekannte Mumie auf der Welt. Ich weiß. Aber heißt sie nicht die Mumie? Ist es nicht DJ Ötzi? Ötzi? Ja, sorry. Gut. Okay. Wieder rein.
Auf die Blitze, fertig, los. Er ist, ach du Scheiße, das ist eigentlich ganz einfach. Gab's früher im ARD so ein alter Matrose, der Kindern Geschichten vorgelesen Camp hat. Camp Blaubeer. Jesus. Ich glaube, das gibt ein Lied über den. Barbara Streisand. Man darf nicht übersetzen. Nein. Mach schnell. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich kenne. Barbara Streisand. Nein. Das war ergiebig, kann man so sagen. Immerhin ein Punkt. Ja. Hey. Gut. Okay, gut. Jetzt muss ich wieder beschreiben. Wie lange geht das, bis der Stapel alle ist? So, Leute, das wird ein richtig schöner langer Abend. Blau? Leute. Gar nicht, sondern dann wechseln wir auf ein Wort. Wo ist denn eigentlich unsere andere Karte, die wir schon hatten? Wir hatten nur eine. Ach du Scheiße. Und so schreibt man Comedy. Okay, los. Schauspieler, der Vorname, Schauspieler, ich kenne leider den Film nicht, den er gemacht hat. Und ich darf den Namen ja auch nicht übersetzen. Sag doch, was du machen darfst. Du darfst dich laut denken. Ja, ja. Der Vorname klingt so ein bisschen. Ja. Ja. Nach was klingt der denn? Guck mal, du siehst doch, was da steht. Ja. Und vorbei. Ich muss einmal googeln, was der für. Du darfst nicht googeln. Ich mache ein Ranking mit Teams, mit Teammitgliedern, mit denen ich nicht im Team sein möchte. Ich habe Schauspieler, also ich kenne nichts über den. Reimt sich auf, weiß ich nicht, auf was er sich raumt, aber der Typ ist Schauspieler. Und los. Ich kenne halt keine Filme. Also, und los. Los. Okay. Heißt wie unser Producer, unser Lieber? Peter. Nein, der andere. Max. Ja, und er ist nicht lustig, sondern er ist. Max Ernst? Ja. Was? Max Ernst. Max Ernst? Keine Ahnung, wer das ist, sorry. Liane. Tarzan. Ja. Peter Lustig, nee, Max Ernst. Papst, der Deutsche. Frederik Friedrich. Nein, Friedrich. Der deutsche Papst. Nicht die 17, sondern das davor. Stopp. Nee, das darfst du nicht sagen. Das muss man nicht. Ich habe keine Allgemeinbildung, sorry, Leute. Es ist, mit sowas braucht ihr mir nicht kommen. Drei, nur Nischenwissen. Aber Nachtsam wusste eins, los. Und Max Ernst. Oh, das ist so ein Sextyp. Der ist sehr, also sehr bekannt geworden, weil er einfach viel geficht hat. Lyrik. Der ist, Goethe? Wenn man mit vielen Leuten was hat, ja, dann nennt man dich auch, du bist ein richtiger Ficher. Ja, aber auch Spanisch auf Spanisch oder so, Italienisch. Oh, ich weiß es. Der hat gesagt, der hat mit über 80 Millionen Frauen. Ist es der in diesem Bademantel, der Playboy? Nee, älter. Also eher in Strumpfhosen hat er, glaube ich, eher an. Eher so in der Zeit. Scheiße. Hammer-Type. Okay, aber finde ich schon gut. Finde ich gut beschrieben. Wusstest du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, wenn du schon gut. Spanisch meinst, okay, ich auch. Gut, ja, zumindest irgendwas. Okay, scheiße. Auf die Plätze fertig? Ja, eine Karte ist es bisher. Ja. Es liegt Johanna, an hast du schon? Und los. Achso. Sängerin. Ja. Ariana Grande. Nee, älter. Barbara Streisand. Blonde, lockige Haare. Tina Turner. Ja. Oh, fuck, Alter. Der Name klingt, als wäre er sehr verwirrt. Konfuzius. Auf sowas gehe ich hinaus. So was für eine Dynamik wieder bei uns. Typisch. Andy. Genau, Nachname. Warhol. Ja. Oh. Macht man immer Witze drüber, über den Typ, dass der alles mega geil kann und so. Ja. Maxim? Das werden wir nicht herausfinden. Maxim ist jetzt schon in diesem Spiel? Krass. Okay. Oh, die nein, Maxim. 1, 2, 3, 4, 5, los. Okay, der Sänger von Toten Hosen? Campino. Oh Gott, ja. Das hätte ich nicht gewusst. Okay. Hat die hat das Gewicht genau Alfred Kilo. Nee, also der hat so Maßeinheiten gemacht. wenn was runterfällt. Ja. Ja. Schwerkraft. Oh. Ah. Schwerkraft. Oh. Wer war das nochmal? Galileo. Nee, ein anderer. Peverell, die Brüder Peverell. Nee. Ist auch ein Molch. Scheiße, das müsste ich wissen. Ja. Ja, das müsste man halt wissen, mein Gott. Aber der hätte es gewusst, oder? Wenn ich gesagt habe, er ist auch ein Molch. Mhm. Cool. Halt doch den Schnabel. Ja, die kennen keine das Ahnung. Nicht. Die kennen die das. Die kennen kein Fernsehen. Nein, nee, das ist unbedingt los. Oh. Andi, du bist doch dran, warte. Stopp, du bist dran. Nee, ich habe doch eben gerade beschrieben. Zeit läuft weiter wegen Dummheit. Und los. Was? Ich habe doch gerade Tina Turner und so gesagt. Stimmt. Okay, komm. Schauspieler, Transporter. Glatze. Hat auch in Diesel? Nein. Das ist ein bisschen erst gesehen. Crank.
Ja, das können wir es packen. Nee, da haben wir schon, da können wir es packen. Kannst du den. Der rote Power Ranger, wie heißt er? Der erste. Mighty Morphin. Ich bin auch komplett blau. Derulo. Jason. Ja, Nachname. Ich weiß, Jason, oh Gott, wie heißt der? Irgendwas mit T? Stopp. Ja. Aber jetzt hätte ich es gewusst. Jetzt hätte ich es gewusst, ne? So. Aber nicht schlecht. Ich nochmal nicht. Du bist gut. Wirklich, ihr seid sehr gut. Ihr seid richtig gut. Okay, wir holen jetzt auf. Wir holen jetzt auf. 1, 2, 3, los. Basketballer. Dirk Nowitzki. Nein, amerikanischer. Kobe Bryant. Der ganz große. Ja, ja. Die Schuhe heißen nach dem. Groß? Ja, aber ich weiß. Michael Jordan. Ja. Oh, der ist, aber ich meine den anderen groß. Der hat Amadeus gesungen, österreichischer Sänger. Falco. Ja. Pippi Langstrumpf geschrieben. Astrid Lindgren. Ja. Oh. Kommt. Der bringt die Eier im Frühling. Osterhase? Ja. Das ist der, hat auch was mit Mathe und... Stopp. Zum Glück bin ich hier raus. Pythagoras? Ja. Okay. Das ist gut, wir können's. Ach shit, das war echt gut von dir. Ach so, nee, das ist okay. Ich bin nicht der Uhrensohn. Und okay. Los. Malt Bilder ist tot. Van Gogh. Nee, klingt eher so italienisch, keine Ahnung. die Buchstaben, Anfangsbuchstaben von Nachnamen sind die gleichen. Oh, war scheiße. Oh, sag mal. Ich weiß schon. Mach mal weiter. Ich darf nicht weitermachen. Sag immer weiter. Ja, malt Bilder, so ganz abstrakte Scheiße. Picasso. Ja. Und der Mensch ist Mensch. So ein Herbert Grönemeyer. Ja, sehr gut. Stopp. Okay, das mehr über deutsche Kultur kenne ich nicht. Schieß heftig. Okay. Jetzt sind wir dran. Sam, mach die Uhr. Und los. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Wie klingt's? Schneller, wie klingt's? Es klingt. Nicht aufgeben. Wie so eine Süßigkeit. Kino. Nee, Oh. Eher so. After Eight. Nee. Eher so. Twix. Eher so auch, was du magst. Bounty. Toffifee. Mr. Tom. Toffifee. Eher so wie Karamell. Ja. Ja. Mm. Weißt du, was das ist? Ja. Weißt du, was es ist? Ja, natürlich. Okay, liebe Leute. Caramel. Wir müssen nachher mal aufklären, was das ist. Ich bin dran, okay. Hey, ihr seid solche Schweine, ey. Und auf los. Die Plätze, fertig, los. Die Frau ist kurz nach Diana gestorben, ist eine Mönchin aus Israel. Was? Ist eine Mönchin, eine Nonne Mutter aus Israel. Mutter Teresa? Ja. Oh! Eine Mönchin? Ein Playboy-Videospiel mit dem Typen, der heißt... Larry. Ja, Vorname. Und wie... Leisure Suit wie, Larry. Ja, genau. Bleibt bei Larry. Aber jetzt der Nachname ist wie die Person, die vorher Ellen hieß und jetzt Elliot heißt. Page. Ja. Larry Page? Ja. What? Who the fuck's that? Ich glaube, der ist ein Gitarrist. Stopp. Scheiße, ja. Ich hab blau gehabt, aber jetzt habe ich gelb. Ich habe erstmal auf blau geguckt, deswegen so, oh nein, shit. Okay. Okay. Gelb, krieg ich hin. Wir machen nochmal einen Fünfer. Wir machen nochmal eine Fünferrunde. Okay. Und los. Das ist ein goldener Mann, den kann man anbeten. Goldener. Bruder? Ja. Oh. Der hat den Preis gekriegt, wenn man was ganz Tolles erfindet. In Schweden. Nobel? Alfred Nobel? Ja. Ja, den hat. Ja, wir haben das einmal durch. Das ist die Schlittschuhläuferin. Anni Friesinger. Ja, die habe ich aussortiert, die Karte übrigens. Oh, der berühmte Geiger mit den langen blonden Haaren, der so ein peinlicher ARD-Typ ist. Der so ein Rockgeiger ist. Stopp. David Garrett. Ja. Ja, sehr gut. Ja, hast du noch bekommen. Ah, Geiger. Ja, die hast du aussortiert? Die habe ich aussortiert eigentlich. Ah, vielleicht sind die ja doppelt. Hast du die falsch reingemacht? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Achso, das kann ich jetzt eh nicht mehr nach. Wahrscheinlich sind meine ganzen. Aber nee, ich hatte aber ein paar von mir. Es sind ja nur zwei, die du aussortiert hast. Muss ich erklären oder du? Du musst erklären. Anni Friesinger habe ich aussortiert. Ja. Okay. Machst du die Uhr? Machst du die Uhr? Und. Los. Ein goldener Mann, ganz viel Gold. Oder? Nein, ganz. klingt so ein bisschen wie die Zeit, wo man Mittag isst. Mittagspausen. Also, ich werde das. Toll, hä? Ja, Gold. Gold? Ich verbinde nur Gold damit. Es gibt einen Gold Roger Song, der so heißt. Ein Gold Roger Song? Ja. Gold Roger? Was? Ja. Dennis? Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Stopp. Ja, sorry. Nix sagen. Wenn du dazu nichts sagen kannst. Ich weiß immer noch nicht. Und zu wenig Informationen. Hättest du den Namen ja auch schreiben können, oder? Nee, hab ich doch versucht. Ich war gerade. Du bist, glaube ich. Ah, okay. Du bist.
gegangen bist. Und okay. Los. Okay, wenn dir jemand Inspiration gibt. Muse. Ja. Ja. Band. Okay, der un... der, nee, der, nicht die Nummer nochmal, ja. Ja, genau. Wir suchen einen Musiker, Rock. Blonde Rockmusiker, genau. Der klingt wie... Man darf das ja nicht sagen, wie der Name klingt. Was macht er denn für Musik? Wie heißt denn seine Band? Ja, der ist allein unterwegs. Und der hat seinen Eigennamen. Der steht Stop, Elton John. Der ist der coolste Popmusiker, nicht der uncoolste Rockmusiker. Ist okay. Und okay. Los. Okay, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, auch nicht. Warte, was war das denn noch? Nee, muss unten rein. Ist ein Pharao, ein ganz bekannter. So. Er sagt nicht, sondern jetzt, er macht. Ist das dieses dumme Mumien-Ding oder ja, so? Ja, er sagt nicht, sondern er macht. Sondern, was sagt man anstelle von machen? Nicht machen, er hat von und Blasen keine Ahnung. Tut Shentiamun. Ja. Fertig. Heftig. Tut jetzt ist er mir auch eingefallen. Okay. Ach so, deswegen, mach mal du das. Bist echt ein guter Erklärer. Oh, Mann, sagen, ey. Heftig. Tut. Ich muss erst mal überlegen, wo er herkommt. Los. Da gibt's einen Whisky, der heißt so. Rocket Beans. Ein Whisky, trink mal. Gibt's auch einen Song. Also, der Vorname ist ein Whisky. Ja. Sag mir alle Whiskys, die du kennst. Ach so, Jim Beam. Weiter. Jack Daniels. Weiter. Genau in derselben, in die Kerbe rein. Hier könnte ihre Werbung stehen. Das ist der. Das ist ein Typ, der ist viel unterwegs draußen. Evil Jared. Nein, Whisky. 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 Vorbei. Woher kennt aber man den schlecht? Eigentlich? Ja, ich würde auch gerne wissen, wer das jetzt ich, ist. Bin ich dran mit erklären? Ja. Ich hatte eben gerade Tutanchamun erklärt. Ja, das stimmt. Sehr gut. Okay, und? Das tust du gut erklärt haben. Doch. Los. Keine Ahnung, wer das ist, aber einer von Stranger Things, von den kleinen Leuten, nein. Heißt so mit Vornamen. Dusty? Ja, aber der lange Name und Dustin Hoffman. Ja. Dustin. Den wollte ich dir, das war der Schauspieler. Papst? Benedikt oder, das 16. Ja, genau. Der Sextyp, der so viel ficht. Casanova. Ja! über den man immer Witze macht und der so mega cool ist und ich glaube, das ist ein Schauspieler oder so, keine Ahnung. Es gibt ganz, ganz viele Witze über den und das sind den Schuhreiten. Fritzchen. Es muss, glaube ich, Fritzchen sein. Okay. Aber er ist doch, über den gibt es doch so viele Witze. Ja, es sind auch keine Ostfriesen-Spoiler, ich schon mal, ja? Okay. Und go. Okay, nochmal. Gewicht. Okay, also, wir suchen einen Typen. Ja, hat das gemacht. Der hat so einen relativ kurzen Vornamen und auch einen relativ kurzen Nachnamen. Jeweils zwei silbig. Und es gibt es noch eine andere Figur, die so heißt. Das Gegenteil von alt. Neu. Newton! Newton, das ist Edward Newton. Nein, anders. Ist vorbei. Ja. Bin ich mit erklären dran? Ja. Okay. Auf die Plätze fertig. Go. Ach, scheiße, schon wieder der Schauspieler mit der Glatze und hier. Ja, so warte, wie Hulu. Ich weiß den Namen. Jason Statham? Statham. Okay. Statham hat er nicht genutzt. Not bad. Oh, boy. Deutscher Philosoph? Goethe, Dichter, Goethe, Nietzsche. Was? Ich überlege gerade, was. Ja, Philosoph. Wie klingt der Name? Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte? Ein bisschen wie Schnieke. Stopp. Ja, aber habe ich das nicht gerade gesagt? Nein. Okay, du musst jetzt mal. Da bin ich leider. Ich glaube auch. Ich suche gerade die ganze Zeit einen Namen, mit dem man da irgendwas machen kann. Merkt ihr, was die anderen sagen? 3, 2, 1. Oh, das ist ein Golfspieler. Tiger Woods? Ja. Doch nur einen. Oh, das ist ein böser Zwerg von Die Schlümpfe? Wie heißt der böse... Papa Schlumpf? Nee, der böse im Wald. Der böse Schlumpf im Wald. Wie der böse Schlumpf im Wald? Wie heißt der denn? Der kocht einen Zaubertrank, glaube ich. Ein Zaubertrank? Miraculix. Ja. Also wenn man sagt, du bist nicht mehr ganz bei Trost, dann sagt man... Oder es gibt eine Sängerin, die heißt Lady. Agaga, ja. Ja, wie heißt der Typ? Bye bye. Schlumpf Gaga. Das ist der Gaga-Schlumpf. Okay, malt bitte uns den Gaga-Schlumpf.
love it. Okay. Bin ich dran? Nee. Ja, du bist dran. Okay. 3, 2, 1, go. Basketball. Michael Jordan. Nee, Deutsch, glaube ich. Ja. Dirk Nowitzki. Ja. Haben wir nicht geschafft, der goldene Typ schon wieder scheiße. Golden Boy, Kind Nein, 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 der ist schon ganz alt. Ich glaube, das ist irgendeine Sage oder so. Belungen. Ich glaube, der macht alles, was er anfasst, zu Gold. Ach, scheiße, wie heißt er nochmal? Und klingt so ein bisschen wie. Ja, ja. Es ist schwierig. Mit den Tipp, weil vielleicht kriege ich das hin. Ich weiß, wer das ist, aber ich habe den Namen vergessen. Leider stopp. Es ist wichtig für uns, dass die nicht den goldenen Bub hinkriegen, aber ich krieg den Vornamen von dem. Wir kriegen den Schlumpf. Und wer muss sagen? Los. Warte, eben hab ich. Ja, du bist dran. Mir erklären? Ja. Okay, und los. Nein. Nein. Na, Edward Newton. Nein. Edmund Newton. Okay, der Rockmusiker, den niemand mag. Okay, also. Ah, here we go again. Das darf ich nicht sein. Okay, das Gegenteil von schlecht. Gut. Ja. Good. Genau. Und das Hammer. In einer anderen Super. Sprache. Johnny, be good. Bueno. Bon Jovi? Voller Name? John Bon Jovi. Ja. Alle Leute hassen John Bon Jovi. Was? Okay, Zigarettenmarke. Stopp. John Bon Jovi hasst man? Ich finde den ganz okay. Ich auch ganz okay. Ich habe den mal live gesehen. Ja? Ist das nicht so eine Stufe mit Nickelback? Kannst du nicht It's My Life einfach ansehen? Ja, stimmt, ja. Shot Through the Heart. Da sind wir fünfmal, weil diesen Mann mag keiner. Die Welt ist sich einig, John Bon Jovi zu hassen und du singst nicht einmal It's My Life! Frag ich nicht. Also da haben wir die Verstimmung einfach nicht verdient. Da haben wir sie nicht verdient. Ist mir nicht eingefallen. Das hat er echt nicht verdient. Ey, warte, stopp, wer ist denn dran? Nee, du bist doch dran mit. Warte. Du bist. Nee, eben, ja, Sam. Nee, du musst sagen. Ah, ja, stimmt. Was? Okay. über ihn macht man sehr viel Mist. Er ist super stark, er macht nur Roundhouse-Kicks. Chuck Norris? Ja. Sag ich doch. So, der Typ, der einen Apfel auf den Kopf bekommen hat, der hieß. Nachname. Ablinger. Molch. Blauer Molch. Isaac Newton? Ja. Ach, verdammt, Isaac. Einen Apfel auf den Kopf bekommen? Ach so, es gibt eine Straße dazu. Mysteria Lane. Nee, eine deutsche Straße. Die ist Comedy-Straße. Die ist Schiller-Straße. Friedrich Schiller? Ja. Was? Er hat Friedrich Schiller mit Schillerstraße. Hey, okay. Komm. Hammer. Ja, ist Hammer. Scheiße, ihr habt Punkt ist Punkt. Ihr habt verdient, seid ihr besser in dem Spiel. Zu Recht. 3, 2, 1. So. Wie heißt der dumme Schlumpf im Wald? Hast du jemals davon gehört? Nein. Okay, pass auf, wir waren bei der Sängerin. Die heißt das Gaga. Eben schon, genau. Und jetzt nicht, was kommt in Kuchen rein? Zucker, Mehl. Stopp. Zucker. Und jetzt zusammen. Mehl, Gaga. Andersrum? Gaga-Mehl. Ja! Stark. Der goldene Typ? Mibas. Wie? Mibas? Nee. So ähnlich? Ich weiß, wie der jetzt heißt. Ich weiß jetzt, wie der heißt. Hammer Time! Vorbei. Aus unserer Zeit. Jetzt weiß ich, wie der heißt. Es ist Mibas. Mibas. Geil. Hä? Jetzt weiß ich, wie er heißt. Jetzt weiß ich, wie der heißt. Okay, aber wer erklärt jetzt? Nee. Es tut mir leid. Du musst erklären, aber du hast Gaga, noch zwei Karten. Gaga, Karte. Ja, okay, das schaffen wir. Okay, schaffen wir. Und los. Ich Nietzsche. Nein, das ist die Zigarettenmarke und Marlboro, der Whisky. Camel. Und der bewegt sich ganz viel draußen, der Typ. Und deswegen heißt er so mit Nachnamen wahrscheinlich. John Camel? Nee, Wie ist die Zigarettenmarke? Raucht der einer von uns hier? Der Typ von eben, Bon Jovi, der John heißt bon Jovi. Auch so mit Vornamen so ähnlich. Also, John Doe. Nee, aber die liebe Kurz-Süß-Version von Johnny. Ja, und Johnny dann, Walker. Ja. Midas. Midas? Stopp. Ja. Midas. Johnny Walker. Das war Johnny Walker. Oh, Moorhuhnspiel, Johnny Walker. Müssen wir jetzt zählen? Okay, jetzt zählen wir mal einmal. Von denen. Ah, okay. Einmal bitte die Karten zählen. Das ist bitter. Midas, ich bin nicht drauf gekommen. Aber Mivas und das. Ja, gut. Warte, jetzt das darfst du nicht machen, wenn ich zähle. 1, 2. 26 müsstet ihr haben. Okay, dann lass ich's, oder? Ja, nein, 14. Warte, aber. Wenn die 14 haben, haben wir 26. Dann können wir gucken, ob zwei Karten zu viel sind. Okay. Die Friesinger rausgetan. Oh, das Spiel ist vorbei, oder? Ja, wir gehen heim. Das war's, denn Spiele sind. Du jetzt bist. Kommt Runde 2. Und okay, let's dann go. Los. Midas. Ich darf nichts mehr sagen, stimmt, wenn du antwortest. Ja, ja. Eier. Osterhase. Oh, weil die Karne gesagt. Whisky. Johnny Walker. Ja.
Gut. Gold. Midas. Wer ist es denn? Liane. Tarzan. Basketball. Dirk Nowitzki. Schiefe Zähne. Oh, es waren zwei weiter, Entschuldigung. Oh. Preis. Vorbei. Vorbei. Preis. Vorbei. Okay. Schiefe Zähne. Schlecht. Schiefe Zähne? Ich hab keine Ahnung, wer das sein soll. Also ich würde jetzt... Oh, nicht für deinen Ernst, dass du dafür schiefe Zähne benutzt. Nee, für was? Okay, wir machen mal weiter. Okay. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Pipi. Langstrumpf. Stopp, falsch. Astrid Lindgren, ja, sorry. Oh Gott, ist, nee, weg. Kenn ich auch nicht, zwei darf man, ne? Mach weiter. Ja. Mensch. Herbert Grönemeyer. Gut, aber wir haben alles vertauscht. Fichten. Casanova. Verwirrt. Konfuzius. Stopp. Das war noch nicht Stopp. Du hast schon vor ein paar Sekunden vorher Stopp gesagt. Komm und warte mal, welche hatten wir jetzt? Die hier hatte ich schon. Waren alle falsch, okay. Ja, genau. Die kommen dann unten drunter. Ja. Yeah. Okay. Fichten. Ich muss erst mal an die Bäume denken. Komm on. Sag einfach, wie es ist. Stark. Bumsen. Bei uns sagt man Fichten. Bei uns sagt man Fichten. Okay. Uhr. 3, 2, 1, go. Sarkophag. Tutanchamun. Sehr gut. Ja. Schlumpf. Gargamel. Der ist nicht mal ein Schlumpf. Mann. Unbeliebt. John Bon Jovi. Yes. So funktioniert das Spiel. Hosen. Campino. Ja. Oh, ja. Oh, oh Gott. Witz. Vorbei. Oh. Witz. Ja, ich glaube, jetzt hätte ich vielleicht doch noch was. Schnabel zu da drüben. Was denn? Praktische Besprechung. Nee. Okay. Und bitte. Philosoph. Friedrich Nietzsche? Ja. Ikone. Freddie Mercury? Wäre für mich auch eindeutig Freddie gewesen. Producer. Max Ernst? Ja. Oh, zum Glück ist der weg, ey. Videospielfigur. Was hatten wir denn für eine Videospielfigur? Stopp. Gargamel ist raus. Das ist keine Videospielfigur. Und warte. Nee, das hier sind, alles das hier sind zwei, die wir nicht haben. Ah, die haben wir. Das hier sind die, die wir nicht haben. Die habe ich hier jetzt runtergeschoben. Gut. Ja, okay. Welche? Sag mal, spinnst du? Das ist Cheaten. Ja. Wer ist dran? Ich. Oh Gott, ja. Und die dann noch ein Pantomime? Nachher ja, einige? Ja, schwierig. Das ist nahezu unmöglich bei einigen. Schön. Und los. Künstler? Pablo Picasso? Königin. Elisabeth II. Geige. David Garrett. Gottheit. Buddha. Ja. Basketballer. Dirk Nowitzki. Ja. Schauspieler. Dustin Hoffmann. Ja. Okay. Was? Leute! Yes! Aber wäre nicht Anfang eigentlich sein. Fabian dran mit der Klärung? Nein. Muss ich oder du? Du. Ja? Ja, ich hatte eben. Okay. Auf die Plätze, fertig und los. Transformer. Optimus Prime. Golf. Tiger Woods. Beatle. John Lennon. Weihnachten. Nikolaus Kopernikus. Oh, shit. Molch. Stopp. Oh, scheiße, hätte ich euch doch durchgelassen sollen, den Vogel da. Aber ich weiß jetzt, wie er den heißt. Den Molch. Aber ich weiß ja, wie er heißt. Okay. Alright. Okay, das hab ich mir gemerkt. 3, 2, 1. Papst. Benedikt der 16. Jo. Irgendwie einfachen. Mhm. Sängerin. Tina Turner. Ja. Muskeln. Chuck Norris. Nein. Fußball. Diego Maradona. Ja. Österreich. Falco. Ja. Ach, der ist Österreicher. Preis. Bye-bye.
Kreis. Oh ja, doch. Ist heiß. Okay. Ready? Yes, wir holen auf! Seid ihr bereit? Ja, ja. Und bitte. Queen! Wird der neue Sound Alert. Basketballspieler. Weiß ich nicht, scheiße, weiter. Lügner. Weg. Künstler. Musik, was weiß ich. Also welche Antwort war das? Ja, falsch, falsch, falsch. Stopp. Es gibt Sänger, Künstler ist doch, ja, ja, also, du hast recht, meinst mal Künstler? Ja, ja, genau. Davon haben wir auch mehrere drin. Ja, aber dann hat man wenigstens den richtigen Anhaltspunkt. Weil ich mich daran? Hattest du 3, 2, 1. Nonne. Mutter Teresa. Pippi. Astrid Lindgren. Witze. Chuck Norris. Inspiration. Muse. Gitarrist? Larry Page. Ja. Künstler? Pablo Picasso. Baum? Isaac Newton. Wobei. Oh, yes! Heftig. Baumschule. Heftig, heftig, heftig. So, jetzt erkläre ich wieder, ne? Ja. Stark. Und bitte. Preis. Muskeln. Falsch. Jason Statham. Nein. Nicht das gleiche sagen, was die machen. AD. Captain Blaubeer. Das war der Lügner. Ach so. Michael Jordan. Eiskunstlauf. Stopp, Antwort ist gelaben. Da war die Antwort. Weg damit. Ach so, war die falsche Antwort. Aber was? Streng an der Karte. Künstler. Pablo Picasso. Friesinger. Basketball. Stopp, du hast schon geantwortet, wie du schmeißt auf eigenes Fleisch, mein Gott. Ja, weil die Zeit, ihr achtet ja nicht drauf. Stimmt. Das muss wieder, das geht weg. So. Okay, jetzt. Fahren wir das Ding nach Hause, wir oder? Wir fahren das Ding nach Hause, Schatz. Wir haben echt die einfachen gehabt. Und los. Basketballer. Michael Jordan natürlich ist noch übrig. Klar. Eiskunstlauf. Andy Friesinger. Jo. Muskeln. Chuck Norris. Nein. Verdammt. Preis. Alfred Nobel. Ja, klar. Ach, der. Ach, das war's. Glatze. Jason Statham. Ja, klar. Nein. Falscher Name. Künstler. Andy Warhol. Ja, klar. Klar. Hey, da ist noch eine. Ja, das, mach nochmal. Was hatten die von? Vorbei. Oh, Muskeln. Weiß ich nicht. Egal. Okay. Und? Muskeln. Muskeln. Los. Muskeln. Popeye. Okay. Spinat! Ja, ich hab ich wusste nicht, dass er da ärgert. Ich hab mich auch geärgert, dass Spinat gesagt Muskeln, dann. Jeder hat Muskeln. Ich weiß, mein aber Gott, ich hab mich da schon beeinflussen lassen. Auch Fehler hier wegen Künstler ist auch. Ja, komm, ihr habt heute den 28. Ihr habt die einfachen gehabt. Wir hätten anfangen sollen. 10, 11, 12. Okay. Aber wir hatten eigentlich entschieden, dass Johanna anfängt. Ich verliere, ist doch egal, es geht immer hin und her. Ich wollte nur das hättet ihr niemals besser hingekriegt. Als niemals. Das war schon dann machen iconic. Wir jetzt so also unter, ich wollte noch mal kurz sagen, unter Teamwork oder beste Teamwork im Duden müsste jetzt eigentlich diese zwei kleinen feisten Gesichter auftauchen. Na, das klären wir noch mal gleich beim Pantomime. Oh, komm rüber. Was? Hallo, Kamera! Also, ihr könnt ja drauf sein, aber unsere Namen werden dann da stehen. Okay, dann nicht. Alright, okay. Machen wir weiter mit Runde 3. Dritte Runde. Oh, ich hab mich erschrocken. Nochmal bitte. Ich lass mal genauso drin. Nein. Dritte Runde. Und jetzt müssen wir Pantomime machen. Und ihr habt euch irgendwie beschwert, dass wir angefangen haben. Pantomime? Ist es dann Wortspiel und dann Mimen? Oder? Nein, das ist Vormachen. Ich vermisse Nils. Und ihr wisst Bescheid. Und ihr habt mich ja beschwert, dass ihr das letzte Mal nicht anfangen durftet. Dann dürft ihr also jetzt anfangen. Und ich darf die erste Person Ich mach mal, weil ich habe gar keinen Bock. Okay. The stage is yours. Und Time es gelten starts. Die gleichen Regeln wie soll ich hier mal. Stehen? Hier in der Mitte? Ja. Da, wo du jetzt stehst, ja. Okay. Und los. Bitte. Dirk Nowitzki. Weg. Ja, achso, du darfst nur ein Wort sagen? Ja. Heftig. Casanova. Das war ja. Queen Elizabeth II. Mhm.
Ach ja, das weiß ich wieder nicht, wie der Geigenspieler heißt. Mach weg. Papst Frederik. Stopp. Okay. Papst Piggledy und Frederik. Zwei Punkte immerhin. Richtig gut. Ja, ja. Das, war, das kommt, nein, runter. Das kommt unten runter. Ich bin begeistert von deinen Pantomimen. Willst du oder soll ich? Ja, gut. Ich mache, muss ich stehen dafür? Ja. Aber bei, ja, was okay. Wir, du hast den einen und der ist. Und los. Pablo Picasso. Richtig. Osterhase. So, geh dir einfachen. Nochmal. Wir haben gut gemischt. Also, Pippi Langstrumpf. Ja. Hä? Nee. Nee. Scheiße. Ach, nee. Tut ihr an Umun. Schamunumun haben. Heftig. Champaloon, Champaloon. Stopp. Scheiße. Oh, das ist schwer. War Tutti an Amun auch falsch? Ja, das war falsch. Mhm. Darfst du jetzt auch nicht sagen, was es war, ne? Das ist richtig. Ich glaube, wir machen es so, die Richtigen drücken wir jemanden in die Hand. Ja. Und die ja. Falschen einfach auf den Boden werfen. Ich glaube, das ist einfacher. Aber falsch auf dem Boden ist die Gefahr, dass das aufgedeckt wird und man dann okay. Weg... Ja, oder die Falschen einfach direkt runter. Ja. Ja, okay, die Falschen direkt runter. Okay, ich versuche mir das zu merken, aber gebe keine Richtigen an diesem Punkt. Okay. Okay, let's go. Du guckst auf die Uhr. Benedikt der 16. Ja. Scheiße. Johnny Walker. Weg, ist weg. Ach so, ja, weg. Ja. Oh Gott, keine Ahnung. Direkt runter, Alter. Direkt runter, nächstes. Weg da, weg. Tiger Woods. Stopp. Okay. Jesus. Ja gut, zwei ist so gut. Das ist sehr anstrengend. Wird noch ein bisschen dauern hier die Nummer. Macht nix. So, Leute, pass auf. Wir haben eine gute Zeit. Wir haben eine gute Zeit. Wir rasen jetzt durch. Ja, drei, gut. Zwei, eins. Uhr. Und. Scheiße. Alfred Nobel. Yes. Was? Oh, nicht schlecht. Diego Maradona. Jawoll! Ich wollte sagen, wer ist schwanger? Bon Jon Jovi. Nee. Ah. Muse. Ja! Oh, nicht schlecht. Vorbei. Stark. Dich. Vorbei. Vorbei. Du hast nochmal geguckt. Soll ich das jetzt runterschieben oder nicht? Cool. Weil du ja, mir egal. Ich schieß mal runter. Cool. Okay, machst du Zeit? Dann. Not bad. Ja. Ja. Und los. Gargamel. Ja. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Charlie Chaplin. Johnny Walker. Ich hab noch gar keinen Charlie Chaplin. Ich darf ja nur eins sagen, das habe ich vergessen. Freddie Mercury. Nope. Da haben wir sehr viele Leute, die auf der Bühne stehen. Friedrich Nietzsche. Scheiße, welcher war denn jetzt schon raus? Dirk Nowitzki? Ja. Stopp. Sehr gut, gut gemacht. Gut, habt ihr sehr gut, gut gemacht. Gut. Uff. Das sind unsere, ne? Ja. Ja, das sind unsere. Die nicht zu. Bereit? Und los. John Bon Jovi. Nee. Ist das ein Buch? Freddie Mercury! Ja! Ah, jetzt weiß ich, wen ihr mit den. Buddha! Ja. Was ist das denn? Das ist Charlie Chaplin? Vorbei. Mann, das war gut. Ja, sag ich keiner. Ah, ich weiß schon. Ja. Oh Gott. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Okay. Was war das denn? Ich ah, ja, jetzt will ich. Mir ein bisschen der Spielraum gefehlt. Weißt du, wer das war? Nein. Egal. Was? Der kommt jetzt eh nicht. Nee, ja. Stimmt. Tina Turner. Ach, ich weiß doch wieder nicht, wer Next. Ist. Next, wenn du nicht weißt. Ja, stimmt, ich kann's ja wegmachen. Oh, Entschuldigung. Oh, drunter. Nein, kann ich nicht. Nicht! Schnell. Larry Page. Nein. Das hat mir doch erklärt. Jason Statham. Ja. Stopp. Stopp. Gut.
Ich finde gut, dass ich die Larry Page Nummer komplett durchziehe. Haben wir ihn jetzt etabliert als Gitarrist? Gitarrist ist das. Ja. Vielleicht können wir es am Ende nochmal einblenden. Und go! Alter, der legt sich gerne hin. Tutanchamu. Jawohl! Das hätte es auch gereicht. Okay. Ja, gut. John Bon Jovi, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und wieder hoch. Vorbei. Captain Blaubeer. Warst du ein Seefahrerbär? Ja, ich weiß schon, wer es war. Verdammt. Okay. Gut, aber ins Zeug gelegt. Aber ich fand, das letzte war gut. Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Achso. Und go. Los. Und das ist das, was Kraner damit hatte. Popeye. Ja. Popeye. Chuck Norris. Du bist erstaunt über Menschen. Next. Kein Plan. Der Papst? Den hatten wir schon. Weiß ich wieder nicht, der dumme Geiger. Der dumme Geigenbub. Wer ist denn der dumme Geiger? Ich weiß es. Ich weiß es auch. Und dreht ihr um? Und go. Michael Jordan. Richtig. Oh Mann. Ich leg das weg. Okay. Leg's runter. Astrid Lindgren. Ja. Ach Gott. Das leg ich auch weg. Kopernikus. Vorname? Name? Nikolaus Kopernikus. Vorbei. Sie hat, oh, macht Geräusche. Ah, oh, es ja, kein doch, Geräusch. Und es war nicht, ist es nicht Geräusche Nikolaus machen. Kopernikus? Ja, nee. Ach, du bist jetzt mal nicht wesentlicher als der Papst Benedikt der 16., mein Lieber. Ich meine ja nur. Schreibt in die Kommentare. Bereit? Nee. Das waren ja aber nur Affektgeräusche, wollte ich auch mal sagen. Das waren richtige Geräusche. Campino. Zu viele Sänger. Next. Ja. Wenn du so lange überlegst, scheiße, next. Scheiße. John Bon Jovi. Nein! Ich krieg die niemals auseinander hin. Johnny Walker. John Bon Jovi. Ja! Stopp! John Bon Jovi. Ja. Ah, ich weiß jetzt schon. Ja, ich weiß schon. Jesus. Ja, okay. Bereit? Let's go. Go. Anni Friesinger. Ja, jetzt ist es. War vorhin das auch. Pablo Picasso. Ach, Mann. Ja, auch schon gerne. Captain Blaubeer. Heftig. Ist gut. Ja, John Lennon. Nein. Vorbei. Wen haben wir denn noch übrig von den ganzen Nasen? Ja, ich auch. Haben wir Larry Page mit dabei? Okay, einmal okay. Die Uhr. Und let's go. Larry Page? Nee. Tarzan. Oh. Den habe ich eben gemacht. Echt? Das verstehe ich schon wieder nicht. Gar ja, nicht. Das ist geil. Er darf den nicht berühren. Ich weiß nicht, wer es ist. Okay, du versuchst es nochmal. Den kennst du auch nicht. Doch, warte, doch, David Guetta, Garrett. Nein, Garrett. Ah. Seid dumm. David Guetta. David Guetta. Nice try, nice try. Guter Versuch, muss ich sagen. Okay, Johanna, wir beide jetzt. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was haut meinen raus. Und los. Moment. Aha. Ah, okay, ich weiß es. Isaac Newton. Campino. Nein. Wer ist kann Campino singen überhaupt? Ich weiß es nicht.
Nee, würde ich wegtun an der Stelle. Ich bin fasziniert. Okay, ich weiß, Page, stopp. Ja. Larry Page war's. Ja. Larry Page, der berühmte Gitarrist. Das, die sind noch übrig. Auf dem letzten fertig, los! Ja. John Lennon. Das habe ich vorhin auch probiert mit der Brille. Ah. Scheiße, ja, weiß ich wieder nicht, wer es ist. Nietzsche. John Bon Jovi. Nee, ist schon raus, Mann. Oh Mann. Ach, ich weiß jetzt. Wie ich dran habe. Was hat denn der Frage? Keine Ahnung. Nee. Okay, lasse ich an der Stelle. Midas. Was? Das war's! Ah, stopp! Jetzt, wo ich selber wieder gelesen habe, hat's auf einmal Sinn gemacht. Klar. Jetzt verstehe. Und bitte! David Garrett. Gatter. Das war ein bekannter Violinist, das weißt du. Konfuzius. Jeder. War er nicht? Konfuzius. Herbert Grönemeyer. Nee, ich mach What weiter. The hell? Ekelhaft. Andy Warhol. Ach, den hab ich auch noch gehabt. Ist das eine Zeit, ich hab gelaufen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, du bist. Hat die überhaupt irgendwann gestartet? Ja. Okay. Ich hab doch gerade irgendwas gemacht. Okay, okay. Aber das Problem ist, man weiß jetzt, was drin ist. Das ist ganz gut. Campino? Ja! Scheiße, wer fehlt denn noch? Wer fehlt denn noch? Wer fehlt denn noch? Ich hab eine Hose, die tot ist. Falco? Ja! Oh! Ich weiß es! Ja, ja, ja. Leg's weg! Hulk! Nein, stark. Das ist einfach nur stark. Ich hab gesagt, ich will da nochmal weiter gehen. Das war für mich eigentlich die Wiedergeburt dieser Person in dir, habe ich gerade gesehen. Ich hab's gespürt. Ja. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Okay, und dreht ihr die Uhr um? Oh ja, klar. Und Lux. Max Ernst. Nee. Benedikt der 16. Nein, sag mal! Oh mein Gott! Jetzt nochmal die Max Ernst. Jetzt nochmal die Nummer. Du. Weiß ich mal. Dann nochmal die Nummer. Mutter Teresa. Ja. Vorbei, das war schon vorbei. War vorbei? Okay. Ja. Aber ja, dann kriegt ihr die Nummer. Dann müsst ihr das jetzt lösen. Oh Mann. Ja, bitte. Muss ich jetzt? Ja. Und? Okay, ja, gut. Herbert Grönemeyer. Nein, ich weiß halt wieder nicht mehr, wer das war. Friedrich Schiller. Keine Ahnung, vielleicht sowas. Vielleicht sowas. Nein, nein, ich habe das eben schon gemacht. Das war unsere Assoziation, die wir eben hatten. Ach, Nietzsche. Nee, nee, nee. Der Mann. Falco. So John Bon Jovi, Balletttänzer. Jesus Christ. Wir wissen halt nicht genau, was er gemacht hat, aber das er etwas. Larry Page. Max Ernst. Friedrich Franz. Ich finde es vorbei. Kann ich? Ja. Vorbei, gut. Ja. Das ist Quatsch. Ich kann es jetzt halt lösen. Ja, sag doch mal. Ja, das mach doch erstmal nochmal schön vor. Dustin Hoffmann, der Mann ist Schauspieler. Dustin Hoffmann, es ist der Rain Man. Was ist das? Shit. Ich habe versucht, auf der Bühne zu stehen. Ich bin Schauspieler. Ich habe einen Schal um. Ich bin eine Eiskunstläuferin. Nee, ich wollte sagen, ich bin ein Schauspieler. Ich stehe auf der Bühne. Ich habe einen Schal um. Ich bin Schauspieler. Als eher Regisseur, ne? Ja. Gut, würde ich dann an der Stelle zurücknehmen. So! Mann. Dann brauchen wir einmal eure Punkte. Hey, das könnte nochmal spannend werden jetzt gerade, wa? Nein. Nein. Mal kurz hier die... 22, 18. 18. Ja. Obwohl, erste Runde wart ihr richtig. Naja. Ja, aber die habt ihr da aufgeholt in der zweiten Runde. Ja. So, was haben wir hier? 22, 18. Für wen? Wir haben 22. Sag ich nicht. Ihr seid echt wie Donny. So. 20, 30. Kopfrechnen mit Fabian Krane. 58. Glaube ich nicht. Ich liebe es. Und dann 30, 40. Eins im Sinn. 62. Ja, damit haben wir einen Sieger.
Team und auf dem zweiten Platz. Wirklich toll gespielt, muss man wirklich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Sam und Wirt. Danke, danke, danke. Ich möchte das nochmal nachrechnen. Mit 58 Punkten und mit nur 4 Punkten mehr auf dem ersten Platz. Johanna und Fabian. So fühlt es sich an, in einer deutschen Familie zu verlieren. Haben wir trotzdem gelobt. Na klar. Und ich würde sagen, ich hab mich dran gewöhnt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Mir ist warm, aber ey, mir ist richtig warm. Ja. Schön, aber vielen Dank an Sam, vielen Dank an Wirt. Danke an Fabiano. Vielen Dank an Johanna. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Spiele wir zukünftig noch bei Du bist spielen sollen. Es war ja auch gerade Spielemesse. Habt ihr irgendwas Geiles gesehen, was genau in diese Sendung passt? Schreibt es in die Kommentare, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf!